Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Alter. Ja, wer jetzt gedacht, da hinten kommt die Bohrinsel? Nee. Da hinten kommt die. Alles Picobello, Jungs. Team 2 ist beim Ziel. Okay. Der einzig schöne Tag war gestern. Alles in Ordnung, los.
Hotel 6. Weitere Geiseln bei Ihrer Position. Verstanden. Mal rein. Sicher. Sicher. Kommando, alle Geiseln auf Deck 2 gesichert. Feindlicher Funk. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft, Sir. Nun zu Plan B. Wir deponieren hier C4. Los. C4 platziert, Sir. Erhöhte Position beziehen. Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Erstmal. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Warten. Sandy, los. Kommando, hier Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssten auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert. Over. Roger. Fordere Evakuierung bei Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit sie Marines schicken können. Bewegung! Ghost! Ihr seid unterwegs bei den Fässern! Bin unterwegs. Oh, Farmers. Sie brechen aus der Deckung. Hab den Kontakt. Farmers. Möchte ich schon? Danke. Viel leichter und präziser. Ziel erledigt. Ein hat der Wind. Jo. Dann nochmal noch rüber ran. Ziel bei dir auf 10 Uhr. Noch leichter. Hotel 6, Team 2 evakuiert die Geiseln von dem Untermagazin. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten da. Ende. Halt sich der Heli. In Deckung. Kontakt bei den Treibstoffbehältern. Kann ich sie nicht. Lass sie hoch! Oh! Zähl bei mir um 2 Uhr! Feindlicher Heli erwischt. Gut geschossen. 7 Uhr trinkt. Wir müssen nach oben und alle weiteren Geiseln retten, bevor wir die Marines rufen. Kontakt auf 11 Uhr! Gut! Kontakt bei dir auf 12 Uhr! Den können wir hier. Jagd sie hoch! Oh, los, ne? Kontakt bei den gestapelten Munitionskisten. Ziel erfasst. Auf Deckung! Bestätigt, ich hab. Rauch! Aufteilen, dass ich bei den gestapelten Munitionskisten. Unterwegs! Roger! Hab ihn! Auf ein ungeschütztes Ziel! Auf ein Ziel!
vor mir, hinter mir. Wo waren die denn jetzt? Na gut. Der weg. Ah, das war eine Geisel. Die sechste Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Ohne 2-1. Hier Jet 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Wir haben's für den Abschnitt. Bereit halten für Angriff. Over. Bestätigt, Chester. Ausschalten. Zielerfassung. Fox 3. Guter Abschuss. Ohne 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Ohne 2-1 verstanden. 2-2, alles verstanden. 2-3 bestätigt. 2 greift an. Verstanden. Beschuss. 2-2, 2-1. Ziel getroffen. Alle Scharfschützen hier mit. Ja, da wimmelt's ja nur. Stabilisieren, verstanden. An alle Scharfschützen. Angriffsfreigabe.
auf dem nächsten Turm. Der Turm war mal. Alter. Shepard, die Jäger sollen sofort das Feuer einstellen. Das war zu nah. Ja. Das schaffe ich Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Verdammt, Amis. Ich dachte, das wären die Guten. Schluss damit, Ghost. Ruhig bleiben. Zweite Welle los. Bereithalten. 3 Meter. 2-1 lande bei Ziel. Ja, Sergeant Pierce, Sergeant Pierce ist auch wieder da. Komm, mach die Tür noch mal. Okay. Oh, schön. Schlechte Nachrichten. Ich sehe 4 feindliche Trupps, die sich ihrer Position nähern. Wir sind hier zu ungeschützt. Ein Einsatzschild. Ghost, Tür aufmachen. Verdammt, sie haben sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Ja, aber mit dem Schild kannst du nicht schießen. Die Knallbürste. Ich hab's was. Geh über die Notstromzeit.
Los, los! Renn, renn, renn! Stockwerke und seilen Sie sich durch das Fenster ab. Verstanden, Roach, mir nach. Okay. Captain McTavish, letzte Ebene gesichert. Wir treffen Sie uns. Mann, im Einzelhaftloch funktionieren die Kameras nicht. Der Strom muss dort ausgefallen sein. Roger, alle auf Nachtsicht umschalten. Ja. Am Ende der Halle bei der Zelltür. Hab nichts Kontakt. Jagen Sie hoch. Sehen Sie in den Zelten. Leer, leer, leer. Was? Was zur Hölle war das? Die Navy muss das Feuer einstellen. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereit halten. Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ah, alles klar. Das ist das, was auch im Koop geht, die Map hier noch. In dem Knast. Jo. Liegt etwa 10 Meter vor Ihnen auf der linken Seite. Sie kommen nur durch die Wand rein. Na dann, auf geht's. McTavish! Falls bewegt sich in der Mitte der Dusche. Sie erfasst! Genau. Das ist das, wo es im Koop dann war. Brauch Deckung! Roach! Kontaktdusche dort übrig gesetzt! Signaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören.
Reiß. Bravo 6, Sie haben die Bombardierung bereits begonnen. Nichts wie weg da, sofort! Ja, ja, wir sind am Rennen. Alter. Da ist der Helikopter! Boah. Lass mich vor! Ich bin schon wieder alleine so. Alter. Okay. Was eine Bombe? Bravo 6, hier ist zu viel Rauch. Kann sie nicht sehen, kann sie nicht sehen. Au. War mir so klar. Auch einen Haken. Oh shit. Juhu. Alter Schwede. Oh. Notfallübertragungssystem. Vielleicht war es das ja jetzt. Ich weiß es nicht. Brrr. Ja, geht's auch weiter? Okay. Run
Linie des Panzerwagens bleiben! Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Boah. Ah, Granate. Zu spät. Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Doch noch einer. Feuertrupp unter Sperrfeuer in Sektion 1 Alpha. Alles verstanden, 2-1. Okay, die geht auch. Overlord, hier Hunter 2-1. Rücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Brigade Kampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstanden, 2-1. Gute Jagd. Feinde unter Sperrfeuer in Sektion 2 Echo. Klar, 2-1. Nehmen die Evakuierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Overlord. Rücken den vierten Stock vor. Ende. Shit. Boah, das sind zu viele jetzt wieder gewesen. Lass mich aus! Was sagen, seht ihr nicht, wie viele hier sind? Alles klar. Die Evakuierungszone beim Washington Monument meldet mehrere gestartete Transporter. Aber sie sind immer noch in Gefahr.
Können Sie von Ihrer Position helfen? Over. Wir sitzen hier auf einem Munitionslager des Schwanitz. Wir wählen Deckung und verbrauchen Ihre Munition. Ende. Ramirez, das Scharfschützengewehr nehmen und nach Zielen südlich vom Washington Monument suchen. An alle auf dieser Frequenz. Hier ist die Washington Monument Evakuierungszone. Halten die Position, haben Feinde im Westen gesichtet und werden von dort beschossen. Evakuierungszone ist immer noch unter starkem Beschuss. Ramirez, alle mit Javelins ausschalten. Hunter 2-1, weitere Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Ganz ruhig. Wenn wir runtergehen, nehmen wir diese Raketenstellungen mit uns.
schmieren ab. Keine Muni mehr.